Oh, hi und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon White 2. Ich muss es aber eben kurz erwähnen, dass das hier ein Nachcommentary ist. Und zwar hatte ich vorhin schon eine Fail-Aufnahme, wie man jetzt hier gerade sieht. Also ich befinde mich nicht an der Stelle, wo ich den letzten Part beendet habe. Und deswegen mache ich jetzt einfach da weiter, weil es ist nicht wirklich viel passiert. Ich bin einfach nur einen kleinen ganzen Weg zurückgelaufen. Ist jetzt nicht wirklich viel gewesen, obwohl ich im Nachhinein merke, dass es falsch war, einfach nochmal zurückzugehen. Aber egal, lassen wir das. Auf jeden Fall handelt es sich jetzt hier um ein Nachcommentary und das hat den ganz einfachen Grund. Ich habe den Part gestern Abend aufgenommen und ja, dann bemerke ich, beziehungsweise ich hatte schon die leichte Vorahnung, ja, hoffentlich hast du jetzt auch ein Headset, also Mikro mit aufgenommen, ne? Und was war? Naja, war natürlich nicht der Fall, ne? Deswegen, Part ist da, Ingame-Sound ist da, nur kein Commentary. Heißt, ich habe da locker mal 19 Minuten fast umsonst gebrabbelt, also finde ich natürlich mal wieder klasse. Auf jeden Fall kämpfen wir jetzt hier gerade gegen einen Zipdrakka mit Zora, Zora heißt es ja, oder Zora, oder so, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall regt mich diese Höhle jetzt hier gerade so ein bisschen auf, was man vielleicht daran merkt, dass ich da, naja, mein halbes Team ist down, ist down und ja, hier, Zora fällt jetzt auch nochmal. Und ja, also die Höhle an sich, ich finde sie nicht so gut. Und was ich auch eigentlich, naja, also lässt sich drüber streiten, finde, dass man, sobald man zum Beispiel zum einen Tag nicht mehr gespielt hat, wollen einige Trainer einfach wieder kämpfen. Also habe ich jetzt nichts gegen, dass sie wieder kämpfen wollen, aber dann finde ich so das besser, dass man die irgendwie anreden kann oder so. Aber nicht, dass sie einen automatisch dann, wenn man zum Beispiel mal in der Höhle wieder zurückgehen will, oder zumindest, dass die Höhle abgespeichert wird und sie sagen, okay, der Mick ist ja gerade erst gelaufen, vielleicht muss er nochmal zurück oder so. Lassen wir jetzt, muss er nicht direkt wieder gegen die ganzen Trainer kämpfen. Aber ich hatte diese Trainerin, meine ich, im letzten Part schon besiegt gehabt. Und ja, darf jetzt halt nochmal gegen die kämpfen. Und das regt mich halt schon ein bisschen auf. Was ich auch nicht so gut finde, ist jetzt zum Beispiel diese Dreifachkämpfe. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das so seht, also diese Dreifachkämpfe. Da war es irgendwie so, dass zum Beispiel das erste Pokémon im Team kann das dritte Pokémon im gegnerischen Team irgendwie nicht attackieren. Und das finde ich dann irgendwo schon wieder, naja, hätte man besser machen können, finde ich. Also, gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Also, da würde ich auch sagen, naja, leck mich doch. Ich will den Kampf hier beenden und jetzt nicht 10 Stunden warten, bis mal hier mein Billig-Pokémon es schafft, das andere Pokémon da zu besiegen. Also, was heißt Billig-Pokémon? Also der andere. Also der andere im Team, aber der ist halt vom Dings da, von den Attacken her nicht so gut geeignet, um jetzt mal eben kurz ein paar Pokémon wegzubashen. Sagen wir so. Und ja, ich finde das halt eben, hätte man besser machen können. Ich weiß, die Dreierkämpfe sind schon in Schwarz 1, Schwarz Weiß, Schwarz 1, Weiß 2, 1, also bin in den ersten Teilen dieser beiden Spiele rausgekommen. Und ich finde, da hätte man zumindest auf Kritik oder so hören können, falls es welche gab. Falls jetzt, dann hört da drauf und macht es besser. Und wenn ihr mal irgendwann vorhabt, ein Smaragd-Remake zu machen, bringt da keine Dreifachkämpfe rein. Ich warne euch. So, weil Smaragd ist, ich finde das geil, wenn die ein Smaragd-Remake bringen würden. Ist ja eigentlich einmal meine Lieblingsedition von allen Pokémon-Spielen. Ich weiß nicht wieso, die Story hat mich einfach gefesselt. Ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall, naja, Smaragd Remake wäre schon geil und hier sammle ich mir gerade jetzt die Münzen ein und denke mir hier, what the fuck, wie viele Münzen hast du noch? Oder warum, was bringen diese Münzen überhaupt? Auf jeden Fall, was ich jetzt noch tun wollte, ist mir einen Schutz und Dings dazu. Und also 20 Mal Schutz habe ich mir, glaube ich, gekauft und ich glaube ein paar Tränke, Heiler, also dieses Heilzeug, also damit du hier zum Beispiel so Paralyse oder Brand oder, also was heißt Brand, also Verbrennungen da heilen kannst, weil ist im Kampf ganz schön lästig ab und zu und so, ja, da musst du nicht immer wieder zurückgehen und ja, ein paar Beleber habe ich mir, meine ich, auch noch geholt, weil damit ich durch die Höhle durchkomme, ja, ich wusste ja nicht, wie lange die Höhle noch geht und ja, ich bin ein bisschen überrascht und ärgere mich geradezu darüber. Schade, dass meine Originalaufnahme jetzt nicht mehr da ist. Dafür brabbel ich euch jetzt hier so ununterbrochen ins Ohr. Tja, das mit dem Hochladen wird jetzt so eine andere Sache, ne? Ich kann das mal so gleich verraten. Wenn dieser Part online geht, der geht jetzt um 18 Uhr soll er online gehen, wenn ich das schaffe, sonst geht er 19 Uhr online. Also seht ihr ja dann. Und es ist am selben Tag jetzt aufgenommen noch, weil, beziehungsweise der Part ist am gestrigen Abend aufgenommen worden und jo, Audio fehlte halt und ich bin dann, als gerendert ist und der Smaragd-Part, der jetzt um 15 Uhr erschienen ist, rauskam,
Also ja, Yoshinus, der ist hochgeladen in der Zeit und ja, ich habe mich so lange in mein Bett gelegt, wollte mich ein bisschen ausruhen, weil ich ein bisschen Kopfschmerzen hatte, weil war schon etwas später, 1 Uhr morgens oder so halt, ne? Habe ich mich in mein Bett gelegt, ja, PC blieb halt an, hat hochgeladen und gerendert und ich bin natürlich eingepennt, ich Host. Ich habe das eigentlich schon fast erwartet, aber naja, was soll man machen? Auf jeden Fall wache ich 9 Uhr morgens auf und dann, ja, merke ich, tja, der Part hatte keinen Ton, ne? So, den Part hier, also dann trotzdem nochmal, trotz gerendert halt eben jetzt hier Sony Vegas nochmal reingezogen. Und jetzt brabbel ich euch ins Ohr, weil ich nebenbei den Part sehen kann. Das heißt, ich weiß auch, wann er endet und so. Und weiß auch, kann auch sehen, was jetzt gerade so passiert. Könnt jetzt rein theoretisch dazu labern. Labere aber irgendeinen Müll und weiß selbst gerade nicht mehr, was ich vor einer Minute gelabert habe. Um ganz ehrlich zu sein. Und joa, was wir hier machen, wir wollen das Pokémon nicht wechseln. Also diese Funktion, ich weiß nicht, ob ich sie anlassen soll, ist eigentlich im Kampf ganz hilfreich. Weil, oder man lässt sie aus, aber es ist strategisch sinnvoll, sie anzulassen. Das nervt halt immer nur, wenn man dann da ist. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Nein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Nein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Nein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Okay, ja, ist ja gut, Mann. So, tja. Was ich jetzt tun werde, ich habe jetzt auch heute nicht so viel Zeit, deswegen hoffe ich, dass ich den Part dann jetzt noch rechtzeitig hochgeladen bekomme, weil ich darf das Ganze ja dann nochmal rendern. Zum Glück geht das mit dem neuen Camtasia ja so, dass ich, beziehungsweise sollte ja auch schon beim alten gehen, habe ich gehört. Und ja, ich kann den jetzt halt eben rendern und gleichzeitig hochladen. Das heißt, ich nehme jetzt hier mit Sony Vegas den Ton auf und joa, ziehe dann die MP3-Datei dann, wo ich ihr euer Ohr voll quatsche, in Camtasia wieder rein, überlapp das so ein bisschen, so dass das gut passt, und also vom Ton her, und lade es dann direkt, also während ich zum Beispiel am Futtern bin oder so, auf YouTube hoch. Und joa, mehr gibt's eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Ich will jetzt den Part am liebsten schon beenden, aber ich guck mal gerade hier so, ja, wir haben 7:07 und der Part geht noch knapp, ja, 10 Minuten, ne? So, deswegen brabbel ich euch jetzt das Ohr zu und hier fail ich gerade erstmal, merke ich auch, und dann kleiner Trick ist ja, einfach jetzt mal hier zum Beispiel den Raum kurz wechseln und dann werden solche Teile wieder resettet. Und das Ganze tun wir für ein kleines Item, dieses nennt sich, Magnet! Wir haben ein Magnet gefunden, oh yeah! So, was machen wir jetzt? Wir gehen natürlich wieder nach unten, beziehungsweise fällen erstmal an diesen Teil. Was ich auch nicht ganz verstehe, ist, wieso man bei diesen Dingern da jedes Mal festklebt geradezu. Also du kannst dich eine kurze Zeit nicht mehr bewegen, wenn du die einmal so berührt hast. Berühren, berühren. So, hier verirre ich mich jetzt gerade so ein bisschen. Guck mal so, was da unten links ist, aber bemerke, ja, da geht eine Treppe nach oben, aber es bringt mir nichts. Beziehungsweise schon, und trefft dann da unten auf den Trainer, und da wollte ich eigentlich nicht hin. Und die da habe ich geschickt umgangen. Und ja, ich denke, da unten geht's weiter, aber der Satz mit X, das war wohl nichts, ne? So, der Typ möchte jetzt kämpfen. Er hat ein, ja, Moment. Er hat ein, ja, das ist der Pokémon Ranger, Yosuke oder so. Er hat ein Ampharos, wir haben natürlich auch ein Ampharos, ne, Zwinger, Zwinger. Und unser Emboar. Ja, das ist jetzt so ein kleines, ja, das heißt ja Emboar. Ich lese immer Emboar vor, aber da steht Emboar. Kann man ein bisschen schlecht erkennen, also das ist jetzt ein kleiner Kritikpunkt, finde ich. Naja, egal, also hier dieses Thunder Punch, das setzt uns jetzt gerade ziemlich zu, weil es ein Critical Hit ist. Ich natürlich so voll verpeilt, denke jetzt, oh, das könnte mich jetzt hier so fast down machen. Und ja, es war halt nur ein Critical Hit, also ich hoffe natürlich, ja, dass es kein weiteren Thunder Punch einsetzt, aber merkt jetzt so, boah, das zieht ja überhaupt nichts. Wollte dann eigentlich schon heilen, aber bringt ja nichts im Endeffekt, aber ich glaube, jetzt hat er noch ein zweites Pokémon und ich heile das Pokémon trotzdem nochmal eben. Und joa, Emboar hat jetzt schon Level 41 erreicht und nein, er hat kein zweites Pokémon. Und wir haben eine Chesterberry erhalten. Oh, Beeren. Oh, nom 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 nom. Lecker Beeren. Und ja, Metal Course, also das habe ich dann auch mal eben so kurz gesehen. Das ist jetzt leider blöd, dass ich da kurz im Lübin, da wollte ich ja eben kurz mit einem Fresh Water, das hätte ja auch, also ein Fresh Water bringt da irgendwie 80 KP oder 50 KP, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, zurück. Und hier zum Beispiel da wieder ein gutes Beispiel, diese komischen Kristalle da, wenn du da sich so dran hältst kurzzeitig, klebst du da fest, und ich hatte schon die Vermutung gehabt, dass ich wieder am Anfang bin, und ja, ich laufe ein Stück raus und merke, ah, leck mich doch, bin wieder am Anfang.
So, deswegen gehen wir wieder rein und gehen dann wieder durch die Höhle durch. Also die Höhle hat mich ziemlich verwirrt, obwohl es eigentlich so simpel als auch genial ist. Und da klebe ich schon wieder fest. So, und jetzt kommt wieder das Geilste von allem. Also das liebe ich so. Ja, da, nein, nein, einlochen. Oh mein Gott, ey, dann halt eben ohne Parat. So, da ist wieder ein seltenes Pokémon da hinten. Ich nehme es natürlich nicht. Was ich auch im Part 17 erfahren habe, dass hier in dieser Höhle gibt es ein Pokémon, das nennt sich irgendwas mit Z. Ich kann ja mal, könnte jetzt mal rein theoretisch eben kurz nachgucken, aber nein, ich habe Ton an bei YouTube und dann hört man das direkt und naja, das lasse ich lieber. Und ja, auf jeden Fall irgendein Pokémon mit Z, das sieht so aus wie so ein Relikant, nur halt im Weiß. Und ich habe herausgefunden, dass das recht selten sein soll. Also hier Grüße an den Abonnenten, Zuschauer da, der mir den Hinweis darauf gegeben hat. Ich bin stumpf geflohen. Andere würden sich aufregen darüber. Und ich, Horst, flieh natürlich einfach mal ganz stumpf. Hier zum Glück diesen Trainer, der wollte nicht mehr kämpfen, genauso wie der da oben, der will auch nicht mehr kämpfen scheinbar. Und joa, da oben ist jetzt wieder Belle oder Bianca oder wie auch immer und die will auch wieder kämpfen, glaube ich. Ja, die will kämpfen. Ja, das hat mich auch wieder aufgeregt. Ich so, meine Fresse, wie willst du denn jetzt wieder kämpfen? Ey. Und ja, hier Brille. Oh yeah. So, hier, die setzt ein, keine Ahnung, was Viech ein. Jolly Tick, kenne ich jetzt nicht. Sieht mir aber aus wie ein Billig-Pokémon, was man mit einem Schlag kaputt machen kann. Und zwar mit Heat Crash. Ja, die kämpft ein bisschen also auf Taktik mit so X-Spezial und so weiter an, X-Abwehr und was weiß ich. Aber es bringt nicht wirklich was, finde ich. Also es kann zwar was bringen, aber bei Kämpfen, wo die Pokémon vom Level her ausgeglichen sind, heißt jetzt zum Beispiel, ich kämpfe jetzt gegen dich, du hast ein Level 50er Pokémon, ich habe ein Level 50er Pokémon. Heißt, die Pokémon sind im Endeffekt ein bisschen so vom Level her zumindest gleich stark. Da kann das Pokémon dann auch mal eine Attacke überleben, aber ja, wenn das Pokémon nicht mal die erste Attacke überlebt, dann bringt es nicht wirklich was, sowas wie X-Spezial oder so einzusetzen. Ist nur Itemverschwendung, finde ich, und Geldverschwendung und Zeitverschwendung. So, hier irre ich jetzt noch weiter ein bisschen rum. Joa, und ich könnte das eigentlich jetzt auch so ein bisschen schneiden, aber nee, gehört ja zum LP dazu. Auch mal failen kommt mit rein und es ist ja eh ein Blind-Let's Play. Oh yeah. So, hier schon wieder, klebt fest. So, dann gehen wir hier mal runter, einen kleinen Schritt, so dim, 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 dim. Nein, hier kommen wir nicht weiter. Hier rege ich mich nämlich total auf, weil ich merke, ja, hier kommt man nirgendwo weiter. Also zumindest, denke das zumindest. Und ja, ich probiere jetzt aus, ob man diese Dinger irgendwie verschieben könnte oder so. Also zumindest den da oben, weil der ja so komisch da hängt. Und ja, also es bringt nichts. Und überhaupt die Höhle, habe ich rausgefunden, heißt irgendwie Elektrizitätshöhle oder so. Ja, ist für mich eine Kristallgrotte, weißt du? So, naja, das sind ja im Endeffekt so ein paar kleine Kristalle und dann sind da so kleine Elektrizitätsspuren oder so. Naja, auf jeden Fall, jetzt komme ich so auf die Fährte vielleicht mal so. Ne, doch nicht, ich irre immer noch weiter ein bisschen rum. Jetzt komme ich aber so langsam auf die Spur, ich sollte mal vielleicht doch wieder da oben hingehen oder Bianca was fragen. Naja, Belle heißt sie ja, eigentlich meine ich. Und ja, hier fehle ich nochmal eine Runde. So, da müsste jetzt wieder so ein überstarkes Pokémon oder so sein, aber ist mir auch egal, aber egal. So, ja, mach den Schutz nochmal an und hier die da, die bin ich jetzt ganz umschickt umgangen, weil ich Angst hatte, die wollte kämpfen. So, let it rip, let it rip, let it rip. Und hier, ich denke, da unten rechts geht's weiter, ne? Und merkt dann schon, ja, da sieht man ein Item, okay, gehst du trotzdem mal hin, versuchst du an den Trainer vorbeizukommen. Aber Satz mit X, der war wohl nix. Na gut, das war wohl nix. Aber, ja. Joa, der setzt jetzt hier in Stor Junior ein. Das finde ich relativ cool. Ich hatte in meinem Pokémon Smaragd LP auf meinem alten Kanal. Ich habe ja jetzt hier ein neues noch am Laufen. Auf meinem alten Kanal hatte ich auf jeden Fall auch ein Stor Junior gefangen im zweiten Part und zwar ist es ein Shiny. Könnt ihr euch ja mal angucken. Mein alter Kanal heißt Game Master ZS, also Game Master und dann einfach das ZS, so wie bei meinem neuen Kanal, ganz vorne dran geklatscht. So, so, bam, boom, kaputt. Und hier kommt noch ein Nassgnet. Ist, habe ich auch im letzten Part, Part 3 von meinem Pokémon Smaragd LP jetzt hier auf diesem Kanal. Bisschen gefällt dran wegen dem Felsgrab und ich denke mir hier so, lieber heiz dich nochmal, bevor du hier gegen Nassgnet alt aussiehst. Aber tja, das Nassgnet ist eine Lusche. Na, das ist eine Lusche. Aber es hält ziemlich viel aus, so ist es nicht.
Und was mich halt eben dann so aufregt, ist, dass dieser Kampf unnötig in die Länge gezogen wurde durch Krank, durch dieses Sleep da, also Schlafen oder wie auch immer das hieß. Erholung heißt die Attacke ja auf Deutsch und hier heißt sie Rest, genau. Das regt mich halt ein bisschen auf, dass der Kampf dadurch unnötig in die Länge gezogen wurde. Und jetzt muss ich mir irgendwas einfallen lassen, wie ich diese Zeit hier überbrücke. Nee, Spaß. Das ist zum Beispiel so ein kleines Beispiel hier. Das Pokémon ist jetzt halb tot fast, ne? Also ist es wirklich, naja gut, halb tot könnte man jetzt sagen. Auf jeden Fall jetzt gleich kommt's. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch geklappt hat. Ja, da. Schon, seht ihr, es war schon im roten Bereich, setzt wieder Erholung ein. Und ja, ich könnte so kotzen, ey. Oh. Somit muss ich jetzt gerade nicht mehr so spielen, aber ich muss mir irgendwas einfallen lassen, wie ich das jetzt hier kommentiere. Und ich will nicht. Naja, auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist, dass wir jetzt endlich dann aus dieser Höhle rauskommen. Find ich gut. Abonniere ich, favorisiere ich, masturbiere ich. Ne, Spaß. Dann... Hier ist es immer noch am Schlafen, das nutzen wir jetzt aus und ich hoffe, dass es jetzt genauso auch war, dass wir jetzt so noch gewonnen haben. Na gut, es wacht wieder auf und jetzt habe ich gesagt, wenn es jetzt wieder hier Erholung einsetzt, boah, dann würde ich ausrasten. Aber zum Glück waren wir schneller und haben es dann mal eben kurz, ja, hier Bambuk-Ton, ne? So, also hier, du da kriegst ein rotes Kreuz im Kalender, dass du mal keine Erholung eingesetzt hast. So, da weiß ich auch nicht, wieso wir auf einmal dann Everstone entdeckt haben. Wahrscheinlich ist das auch so, dass es nicht immer nur Items sind, die man da so findet, wenn da so zum Beispiel mal so ein komisches Ding da kommt. Entweder das ist ein Pokémon oder es ist ein Item. Ist jetzt auch mal interessant zu wissen. Also wusste ich jetzt persönlich nicht. Und hier bin ich noch etwas verwirrt, weil ich noch gewohnt bin, dass Pokémon Center und Pokémarkt getrennt sind. Und joa, keine Ahnung wieso, aber ist halt so früher immer gewesen. Pokémon Center, Pokémarkt, beides nebeneinander fast und ja, immer getrennt. Hat man halt immer so die Städte mitgefüllt. Außerdem die Städte sowieso. Ich fand, das sind keine richtigen Städte mehr. Das sind mehr so, naja, Pokémon Center hier, kleines Haus da, da meine Arena, fertig. Oder hier, das ist jetzt mehr so ein Flughafen oder so, könnte man fast sagen. Hier kommt nochmal hier die Pokémon-Professorin und da kommt dann gleich irgend so eine Skylar oder so. Ich habe keine Ahnung, was es mit der auf sich hat. Werde ich dann in meinem Pokémon White LP bzw. Weiß LP auf Deutsch erfahren und hier erhalten wir sogar schon den Meisterball. Ich habe keine Ahnung, wieso wir den jetzt schon erhalten. Hier haben wir gerade mal jetzt den 5. Orden. Und obwohl, warte mal, rechne ich mal gerade so, in Smaragd erhält man den nach dem 6. Orden. Ja, nach dem 6. Orden ungefähr. Ja, nach dem 6. Orden, das passt. Weil dann, bei Smaragd ist das ja so, dann gehst du dann in das Versteck von Team Aqua und dort findest du den Meisterball, wenn du ihn nicht übersiehst. Wenn. Und das ist auch ganz schlecht, wenn man ihn übersieht, weil man, soweit ich weiß, kam man nicht mehr rein. Heißt, hast du den Meisterball übersehen, hast du Pech gehabt. Und hier kriegst du ihn geradezu hinterhergeschmissen, Biatsch. Und ja, hier auf dem Flughafen sehe ich dann schon, das könnte ein Trainer sein. Und deswegen umgehe ich sie lieber ganz schnell, bevor ich nochmal in einen Trainerkampf verwickelt werde. Und ja, hier Fail, ne? Ich laufe erstmal dran vorbei. Und ja, Schutz brauche ich jetzt gerade nicht im Moment. Ja, ich würde dann mal sagen, wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst ein Däumchen nach oben. Und hier teste ich nochmal eben kurz raus, ob das so wie ist wie in Smaragd, dass man da so rüberfahren kann. Beziehungsweise Rubin, Saphir, Smaragd und so. Aber war nicht der Fall. Auf jeden Fall, wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann stirbt. Nee, Spaß. Dann geht zur Hölle. Nein, auch nicht. Dann halt nicht. Schreibt mal in den Kommentar, wie euch der Part so gefallen hat. Und ja, was bleibt abschließend noch zu sagen? Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und bis dann und ciao.